Erstmal herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute geht es um das neue Album von Travis Scott, was ja vor ein paar Stunden rauskam. Und ich möchte einfach mal reinhören, zwar jetzt nicht jeden Song komplett durch, sondern so einfach ein bisschen zwischen, also quasi einfach hier so ein bisschen den Anfang hören, da mal ein bisschen so, ne, durchgehen quasi. Ja, aber bevor wir anfangen, möchte ich mal direkt sagen, ich bin mir sicher, es ist nicht so gut wie Astroworld, 100% nicht. Und das Problem, was ich wahrscheinlich haben werde, ist halt, dass ich nämlich in den letzten Wochen und gar Monaten diese KI-Videos bzw. KI-Tracks von Travis Scott gehört habe, also die künstlichen Intelligenzen da, ne? Da haben ja so viele Leute in letzter Zeit was hochgeladen und die waren halt schon dermaßen krass, also als ob die echt gewesen wären. Und ja, jetzt hat Travis Scott das Album endlich released, ne? Am 28. Juli 2023. Und ich würde sagen, wir fangen hier an. Der erste Track heißt Hyena oder irgendwie so. Ich kann sie lesen. Ihr seht es ja nicht mal. Egal, aber wir fangen mal an. Ich bin mal gespannt. Ich mache das auf volle Lautstärke und drück auf Play. Situation. We are in at this time neither a good one, nor is it someone blessed. It can change. It can stay the same. I can see. I can make my claim. Hell. Hell. Digga, geil. Ey, aber man kennt diesen, also wenn man jetzt in letzter Zeit Travis Scott ein bisschen verfolgt hat, dann kennt man diesen Beat, weil das ist von seinem Trailer, der auch vor kurzem rauskam, weil der hatte irgendwie einen Film gemacht, keine Ahnung. Weiß auch gar nicht, wo der zu finden ist und ob der überhaupt hier in Deutschland irgendwie irgendwo zu sehen ist, weiß ich nicht. Aber das war der Beat von dem Trailer auf jeden Fall. Ja, und ich denke mal, Travis Scott wird jetzt hier gleich mal Vollgas geben, hoffentlich. This shit is out of control. I'm driving through hell and I done brought snow. It's shining in here and I done brought gold. I hear the sirens right out the chateau. Run me the info. Trying to hear what you did, now you came close. Cause I get bobblehead like I done made pro. Also der Beat, muss ich sagen, der holt mich ab, aber der, ich weiß nicht, irgendwie hat so, irgend so ein Touch fehlt einfach, irgend so ein kleines bisschen, so ein kleiner Touch fehlt einfach, aber irgendwo, ich weiß nicht, ich find's nicht schlecht. Gehen wir mal ein bisschen vor. Ich find's geil, das hat so ein Oldschool-Vibe irgendwie, so richtigen Boom-Bap einfach. Find ich geil. So, dann gehen wir zum nächsten Lied. Das heißt Thank God. Erstmal wieder ein bisschen den Anfang reinlaufen lassen. Nicer Flow. In my prime time. One life, live it right now. One life, live it in. Also es sind genau 19 Tracks übrigens. Ja, ich weiß zwar nicht, wie lang das Video werden wird, aber ist mir egal. Ich mache halt, wie gesagt, Videos, auf die ich Bock habe und mich interessiert Travis Scott. Ich bin halt wirklich ein Ami-Rap-Fan quasi. Also Deutsch-Rap ist wirklich Bullshit in meinen Augen. Da gibt es nur wirklich wenige Tracks, wo ich sage, jo, nice. Aber Ami-Rap ist halt einfach tausendmal besser. Tausendmal besser als dieses Deutsch-Rap-Gedöns da. Es ist... Ja. Lass mal durchspielen. Hä? Shit I speak is what they need. I tell no lies. I'm still up top, it's still peace. Way that we killing the critics and killing the hate. Might gotta talk to a priest. The way we evolved and knock down walls and shit's outrageous. Storm what happened in Vegas this day. Als nächstes kommt Modern Jam. Ich weiß nicht, ich finde das halt ein bisschen schwach, dass der Beat hier irgendwie am Anfang gar nicht so wirklich einsetzt, sondern so Zwischending, also ich weiß nicht, ist irgendwie. Aber es ist trotzdem nicht schlecht. Es geht eigentlich, aber.
so an diese Klassiker kommt es trotzdem nicht ran. Ich weiß nicht, das ist bis jetzt, ja, weiß ich nicht. Man muss das mal im Auto probieren. Man muss diesen ultimativen Autotest machen quasi mit Subwoofer und so. Also, weil wenn diese Songs im Auto kicken, dann ist es ein gutes Album. Modern Jam. Digga, was ist denn das? Der Beat ist irgendwie geil, aber Travis Scott, ich weiß nicht, passt das überhaupt? Hat irgendwas. Aber Travis Scott und so ein Beat, ich weiß nicht. Was? Oha. I upgrade my only fan. It do it don't need a cam. This right here my new modern jam. Also mal for real, der Rhythmus, der Flow und so. Das ist geil. Ich hätte mir jetzt nicht vorstellen können, dass es bei Travis Scott passen würde, aber tatsächlich es passt. Es passt halt echt. I'm on fire, new burning man. She paid the view, that's a on demand. Ja, der bringt eine gute Stimmung auf, der Song. Okay, nee, den Part mag ich jetzt nicht so wirklich, aber... Alter. Der wird richtig abgespaced. So, nächstes Lied, My Eyes. Ich bin mir sicher, ich kann dieses Video später mal nicht monetarisieren, falls ich überhaupt irgendwann mal die 1000 Abonnenten und so schaffe. Aber das ist mir auch egal, ganz ehrlich, weil ich habe halt Bock auf solche Sachen. Wenn da Copyright-Probleme oder sonst was entstehen, dann mir egal. Ich meine, bestimmt kommt da irgend so ein Ding, das darfst du nicht und bla bla bla, was weiß ich. Dann kann man es halt demonetarisieren, ist mir auch egal. So. Oh, jetzt klingt's geil. Der Anfang war jetzt nicht so nice. Digga. Okay, ja, das ist wirklich geil. Das kann man sich geben. Das ist nice. Aber ganz ehrlich, Leute, ich hab mir... Oh, ihr seht das gar nicht mal. Aber ich denke mal, die meisten, die Travis Scott verfolgen und so, die werden das neue Albumcover kennen. Und wenn nicht, dann blende ich es kurz... Nee, warte, was heißt die einblenden? Ich kann es ja auch anders machen. Mal ganz kurz hier so. Zack, Kamera weg hier. Das ist das Albumcover. Ich weiß nicht, irgendwie, ich hab mir da was anderes vorgestellt. Aber, ja, auch okay. Ist auch alright. Jo, wir hören das jetzt nicht mehr weiter an, sondern gehen direkt in den nächsten. Oh, God's Country. Digga, wie geil, God's Country. Ey, bevor ich das weiterlaufen lasse, muss ich dazu sagen, ich habe dieses Lied schon vor Monaten gehört. Oder vor Wochen, ich weiß nicht mehr wie lange. Aber ich habe das bei La Flame AI auf YouTube gehört. Und bis jetzt klingt das 1:1 gleich. Ich bin mal gespannt, weil jetzt, das ist ja das Originale. Und das, was ich gehört habe, war von der KI. Also war halt quasi künstliche Intelligenz, so, ne? Ey, wehe, das klingt beschissen, ich sag's dir. Wehe, das darf nicht beschissen klingen, das muss... in etwa gleich klingt. Ich hoff's einfach. Oh, ich weiß nicht, ich liebe diesen Beat einfach. Es ist clean. Mega clean. Oh, das ist so geil. Ist ein bisschen anders. Was? Boah, Alter. Es ist halt wirklich ein bisschen anders als die KI-Version, aber Großteil, also der Text zumindest ist gleich, aber so ein bisschen dieser Nachhall bei bestimmten Wörtern am Ende.
Wenn dann so richtig leid und so, weißt du, dieser Nachhall, so kann ich jetzt nicht nachmachen, aber der ist ein bisschen anders. Ein bisschen intensiver, ein bisschen krasser hier in dem echten Lied. Ist nicht schlecht. Ich glaube, das ist bis jetzt mein Favorit. Ich weiß nicht, bis jetzt ist es mein Favorit. Also ihr könnt auch in die Kommentare übrigens schreiben, weil wir hören ja jeden Song durch und so. Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, dann welcher Song dann euch am besten gefällt. Bin mal gespannt. Und ob ihr das Album überhaupt gehört habt und so. Also wir gehen halt nicht jedes Lied komplett durch, sondern wie gesagt nur so ein bisschen, dass das Video nicht eine Stunde geht, weil eine Stunde, Alter, das, nee. Das haben andere schon gemacht tatsächlich, aber ich mach das mal lieber nicht. So, God's Country haben wir gehört. Bis jetzt und ich find's wirklich krank. Ich find's nice. Das ist bis jetzt absolut mein Favorit. Ohne Scheiß. Sirens! Der Anfang ist interesting. Ich bin mal auf diesen Drop jetzt gespannt, weil da kommt bestimmt jetzt ein Drop. Irgend so ein richtiger. Klingt interessant. Okay, gehen wir weiter vor. Boah, ist das bastlastig. Was ist das jetzt? Das ist, also ich weiß nicht, nö, das gefällt mir nicht so. Ist ehrlich nicht. Meltdown. Yeah. Tensions is definitely rising. Und ich muss leider jetzt echt sagen, bisher haben mir die KI-Songs ein bisschen besser gefallen. Da waren einige dabei, die waren besser als die originalen Lieder, die jetzt hier dabei sind. Was schon traurig ist. Irgendwo, irgendwie. Aber es war zu erwarten, dass Utopia jetzt nicht so heftig ist wie Dings da, Asteroid und so. Ja. War zu erwarten. Aber noch haben wir ein paar Songs. Oh ja. Okay, das ist gut. Das ist gut. Was ist denn das jetzt? Ein Beat-Switch oder was? Alter. Interessant. Ich bin mir auch sicher, je öfter man das Album hört, desto geiler wird's. Hundertprozentig. Das sind so Lieder, die hört man sich beim ersten Mal an und denkt sich so, mwah, mwah, mwah. Aber dann, wenn du das so 3, 4, 5 Mal anhörst, vielleicht so, Alter, geil. Das God's Country, wie gesagt, ist immer noch meine Top 1 in dem Album bis jetzt. Bis jetzt ist es immer noch meine Top 1. So, nächstes. Fiend, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Bane, Fiend, Fein. Weiß ich nicht. Just come outside. Das ist ein sehr dumpfer Beat. Ein sehr dumpfer Beat irgendwie, ich weiß nicht. Hat irgendwas, aber irgendwie nicht mein Favorite. Aber jetzt? Ich kenne zwar die ganzen Features nicht, muss ich jetzt ehrlich zugeben, aber ist mir egal. Ich finde das trotzdem nicht schlecht. Das Lied ist in Ordnung. Ist denn hier gerade so gepiept? Irgendwas hat gerepiept. Egal. Weiter geht's. Der Resto Echos. Das ist witzig. Das ist vor ein paar Tagen als AI rausgekommen, glaube ich. Irgendwann kommt mir das bekannt vor. Ich glaube, das habe ich schon mal gehört. Oder? Hä? Mm-mm. Mm-mm, das
ist echt nicht Travis Scott-like, wirklich nicht. Das, das Lied. Ich mag auch diesen wirren Beat einfach nicht. I know. Nee, besser gesagt, I know. Wenn ich mehr so Reactions übrigens machen soll, was so Dinge angeht, dann ab in die Kommentare damit. Das Ding ist nur, ich mache halt Reactions drauf, worauf ich eigentlich Bock habe irgendwie, aber irgendwo würde es mich ja auch interessieren, so was ihr gerne sehen möchtet auch so, ne? Also ich meine, Travis Scott zum Beispiel interessiert mich halt, das ist jetzt so quasi so Musik, die ich höre. Und jo, kam halt das Album raus und ich dachte mir, jo, da muss ich jetzt ein YouTube-Video machen. Egal, wie lang das Video wird, mir egal, ich mach das und ich hoffe, euch gefällt das auch. Wenn ja, dann unterstützt mich doch gerne mit einem Like oder so. Ein Abo und irgendeinen netten Kommentar oder irgendwas. Keine Ahnung. Jo, machen wir weiter. Das ist ein sehr nicer Flow. Okay. Das ist geil. Okay. Also ich liebe Travis Scott's Stimme einfach. Und diese Adlibs immer. Das ist so geil. Ich weiß nicht, ich feier das. Das ist so nice einfach. Also das Lied ist jetzt okay. Oh, Alter, direkt Gänsehaut. Das klingt nice. Ja, das ist Travis Scott-like. Travis, what if they twins and they side means, but they won't fuck us both? Yeah. Buy what she want and suck her toes, I'm trying to make her come. Told her throw it back and put that pussy on me. Yeah. Told her sit it on his dick, I took the glizzy on me. And you know this life been busy, man, I'm busy on me. And I come through, throw a pack, she never leaves. Das ist ein Travis Scott Song. I can't do no cuddles, can't stay till the morning. She an angel in the streets, a demon undercover. Lot of shit like I hate her, fuck her like I love her. I be stunned like my dad, I'm from New Orleans Project. Wer ist das jetzt? Sitting sideways with a drink while I think. Bitches get cold in the summer, keep a meat. Tell me what you doing for. Es war ein bisschen peinlich, dass ich manche Rapper nicht kenne oder halt nicht identifizieren kann, wer das ist. Aber das ist, ja, das ist so ein Travis Scott-Lied. Das glaube ich, könnte man sich öfter, das kann man sich bestimmt öfter geben. 100 Pro. Das ist so God's Country. Das geht, ich glaube, das kommt nach God's Country. Keine, boah, ich kann kein Englisch mehr. Was ist los heute? Das weiß ich aber. Das weiß ich. Das ist 21 Savage, oder? Den hört man sofort raus, dass das 21 ist. Alter. Ey, das ist geil. Das ist geil. Das ist richtig geil. Das ist geil, aber wir müssen weitermachen, weil ich habe keinen Bock, dass das Video so ewig lange geht. Und vor allem weiß ich nicht, wie viele Leute sich das Video wirklich bis zum Ende angucken. Das ist halt das. Ne? Weil ich meine, heutzutage sind die Leute wirklich so, die Aufmerksamkeitsspanne von einem Menschen ist halt wirklich heutzutage so gering. Deswegen hängen sie alle auf TikTok und so rum. Deswegen gucken sie alle bloß Shorts und so einen Scheiß. Ich meine, schön, das, ja, aber ich meine, ja, egal, irgendwer wird schon gucken bis zum Ende. Falls du jetzt diese eine Person bist, dann Dankeschön. Okay. Circus Maximus. Das ist ja der Film. So heißt der Film.
Das ist ein geiler Beat. Zwar nicht wirklich Travis Scott-like, aber der hat was. Der hat wirklich was. Oh, nice. Dieser Rhythmus. Okay, das ist nice. Okay. Parasail. Was ist Parasail? Was ist denn das? Sorry, dass ich ein paar Lieder wirklich teilweise sehr überspringe, aber... Als nächstes, es geht so, aber ich musste das jetzt ein bisschen mehr überspringen, weil irgendwie, ich weiß, es ist einfach nicht meins. Also ich spiele das halt quasi so weit vor, bis ich eine Stelle finde, wo ich sage, boah, nice, jetzt muss ich es mir anhören. Aber das war jetzt so, weiß ich nicht. Ne? Das nächste ist Schizo. Ich finde das so ein geiler Rhythmus, so ein geiler Flow. Okay. Gibt's da wieder einen Beat-Switch? So, das ist wieder... Also bis jetzt muss ich sagen, kommt's wirklich nicht an Dings ran. Hätte ich beinahe Utopia gesagt. Es kommt wirklich nicht an Astroworld und so ran, aber es sind ein paar interessante Lieder bis jetzt dabei. Lost Forever. Ah, das ist so ein Song, den kennt man schon. Er ist uralt, tatsächlich. Der ist wirklich uralt. Ich glaube, den haben die, oder hat er vor, weiß ich nicht wie vielen Jahren aufgenommen, aber den kennt man. Hat es auch schon als AI-Version gegeben. Also, den kenne ich schon. Also, aber trotzdem. Just one angel away from blocking out the devil. Just one mountain away from meeting all my rebels. Too much power, too many hours. All in a day I sent the flowers. They talk like trampoline. Ich meine, der Song ist nicht schlecht, aber ich finde halt diesen Beat einfach so low. Ich weiß nicht. Total different color face on the road. Sitting on his head, he be dead. Guys, I ain't playing with you, bro. Go get it. First one to pop, first to earn the strike. Three strikes in, 25 to life. Hyping up the building, hyping up the size. Ja, es ist eben wie die AI-Version tatsächlich. Also wer die kennt oder wer den Song irgendwie schon mal durch Zufall gehört hat, der kennt den. So, Love ist das nächste. Warte mal. Nicht interessant für mich, ganz ehrlich. Ich weiß nicht. K-Pop, das kennen wir schon. Das ist vor kurzem auch rausgekommen. Vor Utopia noch. Also als Single quasi. Da finde ich nur den Travis Scott Part. Den finde ich am geilsten. Das ist so geil. Der Anfang ist mega. All around the trap it hit. All around the map you trip. Take it like 9 out of 10. Think they gon' find out again. Ich find's mal ein bisschen komisch, dass die anderen Künstler da unten nicht dabei stehen. Hier steht nur Travis Scott. Sonst stehen eigentlich immer die ganzen Dinger dabei. Vielleicht wird das noch aktualisiert, keine Ahnung. Aber, K-Pop, ja, alright, keine Ahnung. Think I gotta find out again. Der Anfang ist halt geil. Aber dann... Es ist halt The Weeknd dabei und so, aber ich finde halt nur den Anfang von Travis Scott einfach, den finde ich so legendär. Es gibt so einen richtigen Summer-Vibe einfach, so ein richtig geiles Sommergefühl. Das meine ich. Das ist genial. Aber ja, das ist K-Pop und das nächste Lied ist... Telekinesis.
around tweaking with that yop in my. Oh, Digga. Okay. Hey, das ist auch nicht so wirklich meins. Ich brauche ein Beat, ich brauche Drums. Ich weiß nicht, mag das nicht so ohne. Till Further Notice hat man auch schon als KI gehört, tatsächlich. Das gibt's auch schon. Habe ich schon mal gehört. Ich kenne das schon. Aber ich muss sagen, genau so ein Beat zum Beispiel. So ein Beat finde ich geil. Es müssen Drums einfach dabei sein. Es müssen Drums drin sein. Das muss einfach drin sein. Ach, Travis Part ist wieder legendär einfach. Ich sag's ja, Travis Scott's Part ist meistens einfach geil. Das war's? Echt? Wir sind schon am Ende angelangt? Das waren 19 Songs, glaube ich. Ja, aber nichtsdestotrotz, hoffe ich, hat euch dieses Video gefallen? Irgendwie unterhalten? Keine Ahnung, schreibt's mir in die Kommentare, wie gesagt. Und wenn ihr mehr sehen möchtet von mir, egal was es auch ist, ich habe noch ein paar Sachen geplant in Zukunft. Es wird hier ein bisschen kunterbunt, ein bisschen durcheinander, aber egal, ich mache halt das, worauf ich Bock habe und versuche auch wirklich regelmäßig hochzuladen, jetzt nicht jeden Tag, auch nicht unbedingt jede Woche, aber ich weiß nicht, ich muss mir das erst noch durch den Kopf gehen lassen, wie ich das Ganze mache, ob ich jetzt sage, so, yo, ich mache jetzt jede Woche ein Video oder jeden Monat ein Video, ich weiß es nicht. Also irgendwie so ein Ding, dass wir so eine Regelmäßigkeit reinkriegen, das ist noch nicht so fest, aber irgendwie, ich kriege das schon hin. Aber wie gesagt, danke fürs Reinschauen. Ich bin jetzt auf jeden Fall raus und ich hoffe, euch hat das irgendwie unterhalten, irgendwie gefallen, keine Ahnung. Und bis dann.